Ich grüße Sie, liebe Zuschauer. Jetzt geht's auch schon gleich los. Non-Farm Payrolls sind in wenigen Sekunden startbereit. Goldpreis hat schon hier Richtung Tagestief abgedreht. Range-dahingehender Schöpf, auch Euro-US-Dollar setzt hier gerade zurück im Chart, wie wir das hier aktuell sehen. Da rufen wir uns gerade mal den MetaTrader-Chart auf, insbesondere aufgrund der Korrelationsfaktoren, die hier auch gleich deutlich werden können. Insofern darf man mal gespannt sein, was passiert. Euro-US-Dollar hier in Richtung Tiefs unterwegs, DAX hingegen in Richtung Hochs. So, Wollah zieht an. Und zwar nicht zu knapp. Gold springt nach oben, explodiert förmlich, genau wie Euro-US-Dollar aktuell. Das ist spannend. DAX dreht entsprechend nach unten ab. Und jetzt zieht Euro hier ganz, ganz dynamisch nach oben an. Arbeitslosenquote 5,3%. Ein besserer Wert. Erwartet wurde nämlich nur 5,4%. Also die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, auch hier 281.000, die sind ein Stück weit gestiegen, aber die Arbeitslosenquote ist stärker gefallen als erwartet. Neu geschaffene Stellen außerhalb der Landwirtschaft 223.000, auch hier eine niedrigere Zahl, also nicht unbedingt hier US-Dollar bullisch, aber der Markt hat hier die erste Euphorie in Sachen Arbeitslosenquote erstmal relativiert. Wir sehen hier große Schwankungen, aber die Ranges sind noch längst nicht ausgeschöpft. DAX hier 83 Punkte in der JFD 24-Stunden-Indikation gelaufen. Wir haben hier im Schnitt knapp 300 aufgrund der jüngsten starken Volatilität zu erwarten. Also hier enorm stark unterwegs. Da muss noch ein bisschen was kommen. Euro-US-Dollar hier mit 81 Pips gerade unterwegs und hier im Schnitt mit 130. Also haben wir auch hier noch gute 50 Pips zu erwarten, die sich jetzt hier, wenn Euro-US-Dollar das so festigt und wir bleiben hier oberhalb des Pivot Points, nach oben ausbauen könnte. Und dann spricht das hier für Preise in Richtung 1,1162. Das ja auch der Preisbereich, die Preisniveaus 1,1150, die wir vorhin im Stream dargestellt hatten. Da einfach nochmal im Stream nachgeschaut, da ging es genau darum, dass wir hier einen kleinen Dip nach unten sehen können und Euro-US-Dollar tendenziell Chancen hat, hier in Richtung 1,1150 anzusteigen, wenn es denn jetzt hier gelingt, weiter nach oben sich zu etablieren. Wichtig ist der Pivot Point, da müssen wir drüber bleiben, am besten per Close 15-Minuten-Kerze. Hier jetzt der DAX, wie gesagt, holen wir mal ein Stück weit größer auf. Das ist wildes Hin und Her und da ist noch nichts passiert. Hier sollte man auf das Opening achten in der Nacht. Schrägstrich eben insbesondere dessen, wenn wir hier ein neues Tagestief machen. Das wären ja Niveaus unterhalb von 11.150 Punkten. Dann müsste man den DAX sicherlich weiter schwach sehen. Das ist ja auch die Prognose von heute Morgen. Der DAX dahingegen eher nochmal bereit für einen Rücksetzer. Und das würde natürlich im Sinne des Korrelationskontextes ganz klar dafür sprechen, dass der Euro anzieht. Vergessen Sie nicht, Korrelationen, steigt der DAX, fällt Euro-US-Dollar und umgekehrt. Und genau das spielt sich hier auch aktuell ab. DAX orientiert sich nach unten, Euro-US-Dollar nach oben. Und das dürfte die eingeschlagene Tendenz des Tages sein. Wenn jetzt hier kein Steuerfeuer mehr kommt, wir haben ja 16 Uhr noch was zu erwarten, da kommt dann nämlich hier, oder kommen hier die Meldungen der Auftragseingänge der Industrie für den Monat Mai. Aber jetzt die Arbeitslosenquote, die neu geschaffenen Stellen, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, das waren ganz wichtige US-Arbeitsmarktdaten. Und die Reaktion des Marktes sind, ja, wilde Wolle, also jetzt die Tendenz, die eingeschlagene, findet noch nicht direkt die Fortsetzung, sollte sich aber fortsetzen können. Geben Sie jedoch Obacht, das ist natürlich gerade heute, wenn wir noch ein bisschen Range vor uns haben, ganz, ganz interessant. Wenn Euro-US-Dollar diesen Ausbruch hier, und es gibt auch die Regel oder die Meinung, der erste Ausbruchsimpuls ist zumeist der falsche. Und ich rechne schon tendenziell damit, dass Euro-US-Dollar weiter ansteigen müsste. Wenn er es aber nicht tut, wenn er hier unter das Vortagestief zurückfällt, 1,1042, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier Rücksetzer bis in den Bereich 1,098 sehen. ATLO 1,098,29. Da müssten wir hinlaufen. Vielleicht sogar bis zum Vorwochentief könnte es dann gen Süden gehen. Das würde äquivalent bedeuten, dass der DAX dann nach oben auftritt. Also hier die Impulse auf die ersten Reaktionen auf die Arbeitsmarktdaten wäre dann in dem Fall ganz klar falsch gewesen. Und wenn dann der Markt entsprechend auf der falschen Seite erwischt wird und jetzt sind die Tendenzen eben Euro-US-Dollar steigt, DAX fällt, wenn es nicht dazu kommt, dann ist die Gegenrichtung zu präferieren. Insofern ist hier noch nicht wirklich viel passiert. Mal abwarten, was sich da noch tut, aber in jedem Falle sehr, sehr spannend. Ranges gibt es noch genug. Beim DAX zum Beispiel Ausbruch über das Hoch hier 11.229 Punkte. So weit wäre das die vorbörsliche Integration von morgen. Von heute Morgen, wenn wir da rausgehen, dann haben wir hier das Vortageshoch vor Augen und ich stauche mal den Chart ein Stück weit zusammen. Da sehen Sie, dass hier Potenzial bis 11.445 rund wäre, aber
Im präferierten Fall kippt der DAX eben nach unten weg und visiert hier eher so die Niveaus 11.970, 11.940 an. Hier ganz, ganz wichtiges Support-Level. Das werden wir uns wahrscheinlich nachher nochmal anschauen, wenn wir dann die US-Session nochmal genauer unter die Lupe nehmen, beziehungsweise hier insbesondere die US-Amerikaner in ihren Reaktionen auswerten. Die sind übrigens auch indikativ freundlich, also die Marktdaten werden freundlich aufgenommen. Die Indikationen sind hier in dem positiven Bereich geblieben und konnten sogar noch ein Stück weit auflegen im Bezug zur Zeit oder zum Zeitpunkt vor Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten. Also spannend, aber auf dem europäischen Sektor, sprich auch Euro-US-Dollar, sieht das jetzt hier so aus, als wollen wir den Euro weiter nach oben sehen. Sieht wie gesagt ganz toll aus. Hier auch nochmal der Prognosefall von vorhin. Sehr schöne Bewegung. Jetzt haben wir hier das Ziel vor Augen und da soll der Euro-US-Dollar eben jetzt tunlichst dran arbeiten, dass das auch so bleibt. Gut, liebe Zuschauer, dann wäre es das schon mal gewesen für die Live-Schalte zu den Non-Farm-Payrolls. Ich sage erstmal Danke, wünsche Ihnen jetzt noch ein gutes Händchen beim Resthandelstag. Wir hören uns, wenn Sie mögen, später wieder. Und ansonsten wünsche ich Ihnen erst nochmal einen schönen Restsonnentag. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.